Spaß. Somit herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf Limitless. Es ist wieder soweit. Wir sind on the way, das ist die Pokerreise auf Malta. Malta Poker Festival hier aus Malta. Wir sind jetzt hier in unserer Villa gut angekommen. Gestern, heute ist der erste volle Tag. Heute geht's an die Tische. Wir sind hier in einem Apartment. Ich muss euch den Namen später nochmal nennen. Zeige ich euch aber nochmal genau. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Zieht euch das mal rein. Das ist die Aussicht hier. Mit Meerblick. Da hinten ist die Hauptstadt, die Altstadt Valletta. Von hier aus vom Apartment sind es ungefähr keine 15 Minuten zu Fuß zum Casino Porto Moso oder Porto Maiso oder wie das heißt. Ich nehme euch mal mit heute hier auf Limitless. Das ist hier der erste volle Tag heute. Die Reise geht 7 Tage. Heute ist Donnerstag, nee, heute ist Freitag. Wir sind gestern gekommen und bleiben genau bis Donnerstag. Und wir werden jetzt bis Montag ein paar Turniere spielen. Und ja, gestern alle das Satellite gespielt für 70 Euro. Fürs Main Event 550 hier. Von den 4 Leuten hat einer überlebt. David hat das geschafft, der Gute. Und ja, es ist jetzt 13:30 Uhr. Um 14 Uhr beginnt das 550 Euro Main Event. Da sind jetzt David und Kevin, werden das jetzt gleich spielen. Die sind auch schon los, die beiden. Ich und Patrick sind jetzt noch hier im Apartment. Werden jetzt aber auch gleich losgehen, schon mal in die Stadt ein bisschen rumgucken, was es hier so abgeht in der Umgebung. Wir haben noch Zeit, denn unser Turnier beginnt erst um 16 Uhr, 2 Stunden später. Coole Zimmer hier auf jeden Fall, alles was man braucht. Easy, hier kann man auch nochmal rausgehen. Richtig schön die Aussicht. Haben die gut ausgesucht, die Jungs. Die richtig gut gemacht. Perfekt, perfekt. Das ist die Series, die Malta Poker Festival. Das ist das gute Stück. Genau das ist das. Vom 24. bis zum 1. Das ist die komplette Schedule, die wir jetzt hier spielen. Und wir sind jetzt heute hier im Freitag. Wir haben, wie gesagt, gestern um 20 Uhr haben wir das Satellite gespielt fürs Main Event für 70 Euro, 15 Minuten. Und hier geht's los. 14 Uhr Main Event, Tag 1C. Da sind Kevin und David jetzt drin. Und Patrick und ich steigen dann um 16 Uhr ins Hand'n Mob Championship. Für 230, 30 Minuten Levels, 30k. Also, wir nehmen euch hier mit auf Limitless. Seid gespannt. Wir werden coole Videos draus. Wir sind jetzt gestern angekommen. Wir bleiben jetzt 6 Nächte noch hier. Ich muss mal gucken, was ich alles filmen kann. Ich weiß es noch nicht genau, ob das ein großes Video wird oder mehrere kleine Vlogs. Auf jeden Fall werden coole Videos bei Limitless hier aus Malta. Seid gespannt, bleibt dabei, abonniert den Kanal. Guckt euch die anderen Videos an, die schon online sind. Malta Poker Festival hier live aus Malta. David hat ja gestern schon ein Satellite gewonnen. Der spielt das Main Event heute quasi als Free Roll. Das ist schon mal sehr gut. Kevin hat es sich jetzt so eingecashed. Wir sind auch alle zum ersten Mal in Malta. Wirklich super hier. Das Apartment haben wir über Booking gebucht. Das hat jetzt für 4 Personen insgesamt haben wir, ich glaube, wir liegen da bei 1400 Euro ungefähr. Ne, das durch 4 kann sich jeder ausrechnen. Entspannt, bezahlbar. Für eine Woche, 7 Nächte. Das Wetter ist Bombe. Heute ist der 28. Mai. Blauer Himmel. Wir sind hier im 8. Stock dieses Apartments. Das ist quasi so eine ganze... Das gehört hier alles mit dazu. Echt nice hier. Echt nice hier. Mal gucken, ob man im Casino filmen kann. Das muss ich später noch herausfinden. Aber ich nehme euch überall mit, ne? Versuchen zu zeigen, was geht hier auf Limitless, damit ihr viel seht. Und wir hoffen mal, dass wir alle einen Deep Run haben und dann geht ab die Post hier auf Malta. Seid dabei hier bei Limitless. Viel Spaß. Let's go. So, auf Wiedersehen. Bam, das ist hier die 083. Let's go. Und genau da wohnen wir, in der 8. Etage. Patrick kennt ihr ja schon aus dem ersten Video, der Deep Run aus Kings Casino, wo das Aster am River reinfliegt. Man will sich gar nicht dran erinnern, ne? Ich weiß ihn gar nicht mehr. Ja. Verdrängt. Verdrängt. Hier auch schöne Neubauten, die jetzt bald entstehen. Alles auf neu. Alles auf neu. Wir haben jetzt hier einen Spot gefunden. Und zwar sind wir hier in so einem kleinen Yachthafen quasi. Da oben beim Hochhaus, bei dem Gebäude, ist auch das Casino.
Das sieht schon sehr, sehr gut aus hier mit den Booten und mit den Apartments, die man hier sieht. Kosten bestimmt eine Menge Geld. Da vorne ist ja auch das Hilton Hotel. Da drüben. Das ist ja alles mit da. Da drüben ist ja auch direkt das Casino. Da laufen wir jetzt hin. Viel Spaß. Wir sind jetzt hier aus der Tiefgarage irgendwie durchgekommen. So sieht das aus. Wir gehen jetzt mal rein, aber ich werde die Kamera erstmal ausmachen und dann zeige ich euch mal die Pokerräume hier. Die Poker-Action. Die Jungs unterstützen hier 500er. So, Patrick und ich haben uns schon mal hier eingekauft. Für das 230er, The Handmob Championship, 2-Tages-Event. Hier kann man die Pokale, die es über das Festival gibt, gewinnen. Zieht ihr das mal rein. Jeder, der herkommt, hat Chance auf so einen Pokal. Sieht schon nice aus. Sunday Deep Stack. So einen zu Hause stehen haben. Sind hier einmal im Casino in einem Bereich, den ich euch zeigen wollte. Und zwar ist das hier die Galerie. Das Amphitheater der Pokerhalle. Genau, das ist jetzt hier das Main Event, was hier jetzt angefangen hat. Zwei von unseren Leuten sitzen da. Einmal da vorne David mit der schwarzen Käppi und dem beigen Pulli. Und rechts daneben mit dem weißen T-Shirt, das ist der Kevin. Hier, das ist da unten das Foyer vom Casino. Und da findet gleich Patrick und unser Turnier statt. Kann man schon mal reinluschern vor euch hier? Nehme ich euch mal mit hier auf Limitless? Na komm, nimm die Leute mit hier. Vielen Dank. Genau. Hier findet gleich unser Turnier statt. Das Hand-on-Mob Championship. Genau das hier. The Hand-on-Mob kennt eigentlich jeder Pokerspieler. Das ist eine Online-Seite, wo man alle Einträge sieht, wo man gecasht hat, wo man gespielt hat, europaweit und weltweit. Da werden alle Turniere gelistet. Und das ist die Halle für gleich, ne? Spürst du das? Das ist richtig geil hier, ja. Hier ist gleich Rambazamba in anderthalb Stunden. Nice. Wieder raus. Das ist hier im untersten Stock vom Casino, das ist hier die Höhle. Das hier sind die Zocker, die Automaten. Hier wollen wir kein Geld ausgeben. Und kriegen jetzt einen Cappuccino hier. Dann wird auch gepokert. Hier sieht man die ganze Schedule, die steht hier direkt im Casino drin. Da kann man alles sehen auf einen Blick, was gespielt wird, wann und welche Uhrzeit. Hier vorne auch links die Rezeption zum Check-in. Mercedes lässt grüßen, mit Security natürlich. Ja. Malta Poker Festival 2023. Vorne das Casino, der Haupteingang. Und hier direkt Monte Carlo-like mit dem Hilton direkt vor der Tür. Marina Bay und dahinten ist auch noch Strandabschnitt und ganz drüben ist dann die Hauptstadt Valletta. Nicer Spot auf jeden Fall zum Pokern. Mega großes Casino, über 3 Etagen. Wir haben jetzt gerade auch Kevin vom Poker abgeholt. Vom Tisch, er ist leider auch rausgeflogen. Er hatte Asse. Da ging es Raise, Re-Raise, Re-Raise, Call, Preflop. Kam 5-5-2. Und dann sind die heute hingekommen, Asse und der andere hat da 5-4 gespielt. Machen da so eine Faxen. Wir gehen jetzt wieder ins Casino rein. Holen jetzt David ab, weil der hat jetzt gleich Pause. Und wie viel spielst du nochmal, David? Was spielst du? 57k, alles cool. 57k, alles cool. Erste Pause vorbei. 40 Minuten Levels. Wir gehen nach vorne durch. Das ich ist geil. Wir spielen immer 3 Level und dann, also 120 Minuten, dann ist Pause. Ist auf 14,3.
der Folded. Ich denke mir so, hä? Also es war schon High Level. Ja, ja, hier wird ordentlich gefunden. Das machen Dongs nicht. Irgendwann kommt dann der Call auf, ich weiß nicht, ich muss jetzt hitten oder so. Semi-Bluff vielleicht, ich weiß es nicht. Es war schon ein Steigspiel. So sieht's aus. Jetzt mal einmal durchatmen hier und dann gehen alle an ihre Tische. Patrick, Kevin und ich ins Handmob Championship und David dann weiter nach der Pause im Main Event. Jungs, ich wünsche euch allen viel Glück. Ja. Ich wünsche euch allen viel Glück, Digga. Ne? Let's go. 2-Tages-Turnier. Rein in die Arena. Ja, ja, da ist der Weiß. Da ist der Weiß. Kevin hier, Patrick. Also ist gerade Pause. Ich habe gerade eine Hand verloren. Flash over Flash. Ich hatte 5-6 Peak. Ja, hatte ich ja, Flash over Flash. Dann hatte König High Peak. Jetzt habe ich noch 11.000 von 30.000. Ja. Ist schade. Aber es geht weiter. Jetzt gerade Pause. Mal gucken, mal gucken. 15 Minuten Break. Eieiei, die Hand da mit Flash over Flash. Muss nicht passieren. Ich war mir sicher, dass ich gewinne. Ich war mir sicher, dass ich gewinne. Am Turn habe ich 5k gebettet, er macht 10 all in. Ah, ärgerlich. 11.000 jetzt noch. Weiter geht's. Man muss weitermachen, am Ball bleiben. Die anderen sind noch drinne. Was spielt ihr denn? 23k. 23, Patrick, und du? 32. 32, ja, Starting Stack. Das ist doch gut. Hauptsache weiter geht's. David ist noch im 500er. Ich weiß nicht, was der spielt. Werde uns bestimmt gleich sagen. So sieht's aus. Hier, bam, am Yachthafen. Rappelvoll. Zieh das mal rein. Überall Pausenleute hier. Die Leute strömen in die Pause. 5. Level. Gleich kommt 300, 600, glaube ich. Ja, ist noch alles drin, ne? Aber ich muss verdoppeln auf jeden Fall so schnell wie möglich. Damit sich, wenn ein Rebuy kommt, damit sich das noch lohnt. Mal sehen. Mal sehen. Die Registration, wo man sich für die Turniere registrieren kann, ist auch ständig am Laufen. Da kann man Snacks kaufen. Da hinten hier die Pokale, die man gewinnen kann über die Series. Nice. Komm, good luck, good luck. Weiter geht's. Und wir sind raus. Dritte Hand nach der Pause. Bin im Big Blind mit König 9 und 10,5k. Die Blinds sind 600, 300, 600 mit 600 Anti. Also 1, 2 Big Blind sozusagen. Ein sehr aktiver Spieler raced. Er raced echt viele Hände, hat auch viele Chips. Ich bezahle mit König 9, Flop ist König 6, 2. Ich checke. Er checkt auch. Turn kommt eine 2. Ich checke, er bettet. Ich gehe all in, er callt mit König 2 und ich hatte König 9. Dudu. Naja, was soll man machen? Die anderen zwei sind noch drin im Handmob Championship. David ist jetzt noch im 500er drin, im Main Event. Und der spielt da auch nur noch 18k, das sind ungefähr 18 Big Blinds. Da werde ich ihn jetzt gleich railen und dann hoffen, dass er weiter. Dass er bald verdoppeln kann und dass die anderen zwei auch noch lange im Turnier bleiben. Ansonsten, falls David jetzt bald rausfliegt, dann wollen wir noch einen Burger essen gehen. Hier um die Ecke ist ein geiler Laden, gibt es leckere Burger. Ich gehe jetzt hier erstmal ins Amphitheater und schaue dem David zu. Und zwar ist hier so ein Zwischengang. Ist richtig nice hier oben. Kann man sich hier als Zuschauer hinsetzen und den Leuten beim Spielen zuschauen. Richtig tolles Casino auf jeden Fall. So, ich habe mich jetzt umentschieden. Und zwar habe ich jetzt gerebyt, dasselbe Turnier nochmal, der Handmob Championship. Und da gehen wir jetzt nochmal rein. Also zweite Bullet, 320 Euro, Handmob. Auf geht's, auf geht's. So sieht es aus hier. Bin noch drinne. Zweite Pause jetzt nach meinem zweiten Rebuy. Also nach meinem Rebuy. Spiel 70.000. Blinds sind gleich 800. 1,6. Die Leute können sich jetzt noch in der Pause anmelden und danach ist vorbei. Und dann werden wir sehen, was es für Payouts gibt. Was es für Payouts gibt. Kevin ist auch gerade rausgeflogen. Patrick ist auch schon raus aus dem Turnier leider. Ich suche die Jungs jetzt draußen.
frische Luft schnappen, 15 Minuten durchatmen und dann geht's weiter. Ist aber eigentlich ganz cool zu spielen, also easy, ist nicht so schwer, alles gut. Wir müssen gleich zusehen, dass wir unsere Chips nicht verlieren. Nach der Pause, dann geht's weiter. Also bis jetzt sind 391 Spieler drin. Es sind noch 199 drin. 58.000 sind Schnitt. Nächste Pause in einer Stunde nach zwei Leveln ist dann Dinner Break, eine Stunde. Ja, so viel sind jetzt im Pot. Und dann werden wir hier gleich die Payouts sehen. Da vorne ist mein Tisch. Genau hier. So sieht's aus hier jetzt gerade. 118.000, jetzt ist gerade Dinner Break. Wir haben schon 10 Levels gespielt. Jetzt ist eine Stunde Pause. Und danach ist 1500, 3000, 86.000 im Schnitt. Das sind noch 137 Leute drin von 3,93. Und hier sind die Payouts. 47 werden bezahlt. 16.000 für den ersten. Was essen, Energie, Kraft, Energie tanken, was essen. Hier ist ein geiler Burgerladen, da gehe ich jetzt schnell hin. Die anderen sind schon alle im Haus, beziehungsweise im Apartment, weil die schon alle draußen sind. Und ja, ich muss jetzt hier noch alleine durchkämpfen. Wir spielen noch 8 Levels, also es sind noch 4 Stunden reine Spielzeit. Wir sind jetzt hier in so einem richtig kleinen Burgerladen. Pommes. Einmal stärken hier, damit das hier gleich weitergehen kann. So sieht der Laden hier von außen aus. Hermanos. Geiler Laden auf jeden Fall. Top Burger. Kann man sich auf jeden Fall drücken. Hier ist auch so eine Art Partymeile, die ganze Straße hier. Da gibt es Shots, ganz viele. Für einen guten Preis. Was gibt es da? Shots, Drinks, Cocktails. Ja, das ist hier vorne gleich um die Ecke. Bin jetzt von da gekommen, gehe dann nach rechts und dann. Dann ist man auch schon wieder am Casino. Hier ist sogar Feuerwerk heute. Drüben in Valletta. Jetzt ist 1500, 3000. Das sind knapp 40 Blinds. Es sind noch 137 Spieler übrig. 47 werden bezahlt. Also da ist noch ein langer Weg. Und wir haben noch 8 Level zu spielen. 8 mal 30 Minuten. Also das wird noch hier eine Sause. Das sag ich euch. Das sag ich euch. Let's go. Let's go. So, einmal Update. Wir sind jetzt in der Pause, noch 58 Spieler drin, noch 11 Spieler müssen raus und dann gibt's Geld. Ich spiele 215.000, ich war hoch auf 330.000 und habe jetzt gerade ganz verrückt, das blende ich euch mal ein. Preflop, Asse gegen 6-9 verloren. Er hat sofort Full House gefloppt, unglaublich. Das war ein 160k Pot oder so. Jetzt wird hier gerade nochmal Chip Race gemacht. Das ist mein Stack hier. Jetzt nochmal Pause. Auf jeden Fall ja, sick, sick. Die Hand hätte ich gewinnen müssen mit den Assen. Die muss ich gewinnen mit den Assen. Da bin ich hoch auf 420k. 58 drinne, 200.000 im Schnitt. So, Männer, Digga. Ist so zäh, Digga. Ich schwör's dir, hier ist aber ein All-In und ein Call. Und die haben beide gleich viele Chips, also kann jetzt zu Ende sein. Ich nehme euch mit, Digga, hier. Ihr seid live dabei. Dame gegen Ass, Bube. Ich weiß gar nicht, wer mehr Chips hat. It's over. Ist durch, Digga. Süß! This is
So, wir haben hier 368k. It's 368. So, es ist endlich geschafft. Ich zeige euch das nochmal. 31 Spieler sind noch drin. 380 ist Schnitt. Ich habe 365. Wir haben jetzt fast 11 Stunden gespielt. Die Blinds wissen wir noch nicht, wie das morgen weitergeht. Hier sind nochmal die Payouts. 16.000 für den ersten. 75.000 ist insgesamt im Pot. Und wir haben jetzt schon bei 31 Spielern left, haben wir jetzt schon irgendwie 500 irgendwas. 490. Hart gepokert, geiler Tag, extrem viele Hände gespielt. Ich bin natürlich auch fix und foxy. Deswegen haue ich jetzt auch ab, zurück ins Apartment. Morgen 13 Uhr geht's weiter. Hier bei Limitless. Der Traum lebt. 16.000 für den ersten. Wir haben die Chance, noch 31 Spieler. Wir haben gut Chips. Den Durchschnitt von allen restlichen Chips. In dem Sinne sehen wir uns morgen. Outside there? Thank you. Okay. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Hier bei Limitless, der nächste Morgen, Malta Poker Festival, Pokerreise. Wo fange ich an? Wir haben ja gestern Tag 2 erreicht. Heute geht's weiter, 13 Uhr, 31 Spieler left. Der Handbob Championship, 230 Euro Einsatz. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt hier schon wach. Es ist jetzt 11 Uhr morgens. Da hinten das Meer. Sieht geil aus hier. Wetter ist wieder on point. Was für ein Tag gestern. Was für Hände haben wir gespielt. Das ist unglaublich, was alles passiert ist mit Asse. Oh Gott, ich habe fast alle Hände aufgenommen. Ich versuche das irgendwie in dem Video so schön wie möglich für euch zu verpacken. Auf jeden Fall, ja, gestern sind echt verrückte Sachen passiert. Mit Asse gegen 6-9 Preflop verloren. Mit Bube, Dame, Straße gefloppt gegen Top Pair und gegen Set. Das war einer der Schlüsselhände, da gewinne ich 280k in der Hand. Oh, was ist noch passiert? Es sind sehr viele Hände passiert. Es ist ganz viel passiert gestern. Auf jeden Fall geht es heute weiter, 13 Uhr. 8.000, 16.000 mit 16.000 Big Blind Ante. Man muss hier echt geradeaus durchfeuern bis zum Final Table, ne? Der Weg zum Titel, Limitless. Wir schaffen das. Aua. Wir schaffen das. David ist jetzt schon gerade wach. Der ist jetzt hier gerade duschen drinne. Die anderen sind hier in den anderen Zimmern. Werden bestimmt auch bald aufstehen. Der Traum von Malta lebt. Wir wollen sich hier alle rasieren. Heute finden ja auch noch andere Turniere statt. Um 17 Uhr wäre dann ein Apart, ein 150 Euro Turnier oder 130 Euro Turnier. Das geht hier heute Schlag auf Schlag weiter. Also ja, erstmal Tag 2, 13 Uhr. Den nehmen wir euch mit und dann sehen wir, was passiert. Bleibt dabei, hier bei Limitless. Viel Spaß euch. Nichts verpassen. Wir gehen jetzt hier schon mal los, Richtung Casino. David ist auch am Start. Da hinten der große Block. Da drunter befindet sich das Casino. Ich bin zuversichtlich, dass das hier was werden kann. Aber ich freue mich jetzt schon über alles. Soweit es immer schon gekommen ist, auf jeden Fall, ne? So aus, man hat schon gewonnen. Gestern David schon das Dings gewonnen, das Satellite vorgestern. Ne, gestern ich ins Geld gekommen und wir haben ja noch ein paar Turniere vor uns. Und da werden wir auf jeden Fall noch so einiges crushen, da bin ich mir sicher. Heute übrigens um 17 Uhr Apart auch irgend so ein Championship und das ist mit einem Re-Entry. Und das werden wir dann zu viert auf jeden Fall auch komplett durchballern. Ja, wir hoffen, dass du da entweder ein FD bist. Ja, nochmal. Den ersten machst. Richtig. Oder halt direkt wieder reinspringst. Richtig. Wir werden sehen, wie sich der Tag entwickelt. Bleibt dabei, die Reise geht weiter. Wir wollen den Pokal nach Deutschland holen. Hier sieht man die ganzen Chip-Stacks, wie viele Level
Ne, hier ist jetzt das Blind Level, was wir gleich spielen. Und hier sind die Chip Stacks. Erster Platz hatte 878. Also Chip jeder 875k. Oder aber nicht. Zack. Wenn der Spot kommt, geht das Geld rein und wir müssen versuchen, das Geld so gut wie möglich in die Mitte zu kriegen, damit wir hier Chips machen. Schnitt für den Final Table sind ungefähr 1,3 Millionen. Also wir müssen hier versuchen, das ist die Mission, an den Final Table zu kommen. Wir schaffen das. Wir holen den Pokal nach Deutschland, oder David? Hier ist das Ding. Darum geht es hier in diesem Turnier. Tisch 3, Platz 4. So, es ist vorbei, wir sind raus. Wir sind raus. Einer jammt. 400k. Ich reschaff das mit 560 oder so. Er bezahlt natürlich, ne? Also ich bezahle. Ich habe Ass-König gegen Achter. Hat leider nicht gehalten. Ja, ich bin jetzt 17. geworden. 17. Platz für 540 Euro. Die Jungs haben mir die Daumen gedrückt. Nur leider hat am Ende das Glück nicht gereicht. Zwischendurch hatte ich aber auch eine Hand mit Ass 8 gegen Ass Bube. Preflop all in, da habe ich vom Button gejammt und der Big Blind ist aufgewacht und da ist die 8 auch auf den Flop gekommen. Da hatte ich auch schon Glück gehabt. Ja, aber trotzdem sehr gut gespielt, keine Fehler gemacht. Das ist das Wichtigste. Die Crew war am Start. Ich freue mich. Jetzt gehen wir jetzt hier schön lecker essen. Im The Avenue, das ist direkt am Casino, richtig schönes Restaurant. Und da gehen wir jetzt zu Mittag essen, weil um 17 Uhr geht das dann auch schon direkt weiter mit dem nächsten Turnier. APAT, irgendeine mediterrane Pokertour, 130 Buy-in. Die Jungs werden alle am Start sein. Wir freuen uns. Jetzt gibt's erstmal lecker Essen. Die Männer sind heiß, die Jungs sind heiß. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Deswegen Pause, Essen und dann geht's weiter. Auf geht's. 130 Euro APAT Championship geht gleich los um 17 Uhr. Wir kaufen uns jetzt schon mal ein für 150 Euro. Alle vier rein ins Turnier und good luck, good luck, good luck. Ich muss mich korrigieren, 120 ist der Einsatz. Das ist da oben. Das spielen wir jetzt alle gleich. 30 Minuten Levels, 100k Start. Thank you very much, sir. Thank you. 10, 10. Messi, Messi. Thank you. Welchen Tisch hast du? Kevin hat die 6, 8. Und Monsieur, 14-6. Ja gut, wir sind alle nicht an einem Tisch. Sehr gut. Genau das ist es hier gleich. Die APT Mediterranean Championship. Startet in 30 Minuten. Kevin, hast du Bock? 200, 500 Start. Da wird gleich geballert. 200 Big Blinds. Start. So sieht es aus hier, die Struktur. 120 Euro APAT. Let's go. So, die Leute strömen jetzt hier wieder raus in die Pause. Spiel jetzt 130.000. Wie viel hast du, Patrick? 120. 100k war Start, also alles noch im Rahmen. Ja, easy. Erste Pause. Noch vier Levels, dann ist es mal wieder Dinner Break. Wir chillen jetzt hier jedes Mal hier vorm Casino, das ist voll geil hier mit der Aussicht. Wenn ich euch das mal zeigen darf, da vorne ist der Eingang. Und hier treiben sich die Pokerspieler rum überall. Viele Engländer hier in dem Casino, muss man schon wirklich sagen. Also am Tisch sind fast alles nur Engländer, viele Frauen, die auch pokern. Finde ich ganz gut. Man hat immer so zwei, drei Frauen am Tisch. Aber es ist softes Feld auf jeden Fall. Also das 130er, was wir jetzt spielen, ist schon einfach zu spielen eigentlich. Die Hände müssen halten, ne? Dann passt das alles. Sind noch alle drin, mal gucken, was die anderen spielen. Ich glaube auch alle so noch über 100k. Sehr fein. Also wir spielen bei dem Turnier auch genau bis 15% des Feldes runter. Dann sind auch alle in the money. Alle haben dann schon Kohle. Und dann morgen ist dann Tag 2 mit den restlichen 15% der Leute. Was geht ab? Da sind wir wieder. Wir sind jetzt gerade einmal bei uns hier beim Apartment. Und zwar ist jetzt gerade Pause, Dinner Break, 45 Minuten. Poker läuft gut. Ich spiele 170k.
Ich glaube 140 ist average, jetzt ist die Late Rack auch vorbei. Die anderen, Patrick ist auch gut dabei, Kevin und David sind jetzt mit dem zweiten Rebuy auch nochmal drin. Also ich greife jetzt meine Sachen, die ich brauche und dann geht's zurück ins Casino. So, wir melden uns aus der Pause wieder. Wir haben schon 14 Levels gespielt. Blinds sind 4000, 8000 jetzt. Ich habe noch 110k, David hat 160k und Patrick, die Maschine, spielt 450 oder so. Genau. Wir spielen runter bis auf 49 oder 48? Ich glaube, 48. Bis auf 48. Es sind noch, glaube ich, 120, 130 drin. Also es geht bestimmt noch ein paar Stunden. Wenn man hört alles, die Leute sind alle draußen, genießen ihre Pause. Es ist immer noch schön warm, alles auf kurze Hose. Wir geben unser Bestes. Ich muss jetzt gleich eine Hand finden, die ich pushen kann. Drück mir die Daumen. Drück mir die Daumen, drück mir die Daumen. Let's go. Ach ja, ich war auch schon hoch auf 200k. Dann habe ich die ganze Zeit bei mir eine Frau sitzen, die switcht zwischen zwei Turnieren. Hier ist noch so ein Seniors-Turnier. Über 60 oder so. Und die switcht halt die ganze Zeit hin und her. Dann war die irgendwie gefühlt eine Stunde nicht da. Kommt wieder, pusht auf einmal. 80k, ich hatte 200k. Ich habe gecallt mit Ass-Dame Suited. Sie hatte Vierer und habe sie verdoppelt. Ne? Also war ich runter auf 80k, dann wieder hoch auf 160k. Und jetzt runter wieder auf 115k. Rollercoaster, Rollercoaster. Aber weiter geht's. Weiter geht's. Die Ass-Dame-Hand. Das geht ab. Bin jetzt gerade rausgeflogen. Siebener. UTG plus 1 gepusht. Die Blinds waren 4000. 8000. 8000 Big Blind Empty. Ich hatte noch 110. All in, alle Folien bis zum Button, der tankt. Auch ein Deutscher. Colt mit Ass 10. Flop habe, war ich noch gut und am Turn kamen die 10 dann rein. Jo, schade Schokolade. Patrick und David sind aber noch drin. Den drücken wir jetzt ganz fest die Daumen. Ich gehe jetzt schnell zu Kevin, gucken, was der so macht. Und dann, ja, Daumen drücken für die anderen und ja, let's go. Ihr macht das, Jungs. Auf geht's. Herzlich willkommen bei Limitless. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier aus Malta, aus St. Julians. Wir sind jetzt alle wach. Wir müssen mal jetzt hier updaten, was gestern noch passiert ist. Wir sind ja losgegangen, um Patrick abzuholen. Der war dann noch sehr lange drin. Ich glaube, 48 waren bezahlt oder 49? 48 waren. Und 51. ist er geworden. So sieht's aus. Er hat vom Cut-off 6er gepusht. Und der Big Blind hat Damen gefunden. Gibt's auch ein Video dazu. Ja, und dann sind wir auch direkt eigentlich abgehauen in die Villa, ins Penthouse. Jetzt sind wir wach geworden. Und jetzt machen wir uns hier ein richtig geiles Frühstück. Und zwar richtig, gibt's richtig lecker Bacon. Und Kevin bereitet hier schon die Fladenbrot-Ciabatta-Rührei-Brote zu. Sehr, sehr geil. So sieht's aus. So kann man hier frühstücken, ne, wenn man da ist. Einfach einkaufen morgens und dann selber frühstücken. Wir haben hier auch Glück, weil hier unten in diesem ganzen Komplex Tender Gardens heißt das. Und hier ist auch direkt ein Supermarkt unten. Das ist jetzt erstmal unser Morgen hier. Wir werden gleich überlegen, was wir gleich noch spielen, wie wir heute angehen. Die Schedule ist voll. Es gibt auf jeden Fall zwei, drei Optionen für heute. Die gehen wir gleich beim Frühstück durch und dann werden wir sehen, wohin die Reise heute noch geht. Bis dahin, vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Falls euch das Video bis jetzt schon mal gefällt, immer schön Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefällt. Und wir haben jetzt noch 3 Tage, also es sind noch ein paar Turniere offen. Es gibt noch Möglichkeiten, hier Geschichte zu schreiben. Auf Wiedersehen, bis später. So, da sind wir wieder. Zwei haben sich jetzt getroffen. Wohin geht's jetzt, Kevin? Jetzt zocken wir jetzt zu Saddle Light. Richtig. Das High Roller. Richtig, wir gönnen uns jetzt für 150 Euro Satelliten für das High Roller. Es startet jetzt um 14 Uhr in genau einer halben Stunde und um 18 Uhr startet dann auch das Turnier. Das bedeutet, das Satellit geht maximal 4 Stunden und der Hauptgewinn ist ja dann quasi zack hier. Und ja, ist dann ein 1000 Euro Turnier halt, ne? 1,1k. Letztes Jahr haben das Turnier 100 Leute mitgespielt. Also wenn wir uns qualifizieren, wäre es natürlich super. Wenn nicht, dann spielen wir heute Abend um 20 Uhr Win the Button 150 Euro.
Mal sehen, wie viele Leute gleich das Satellite spielen. Werden bestimmt so, ich denke mal 150 Leute werden das bestimmt sein vielleicht. Mal sehen. 150 Euro, 15.000 Start und 15 Minuten Level. Es ist also ein Turbo. Wird schnell gehen, ne? Entweder oder. Entweder man schafft es ins Turnier oder nicht. Hier vorne, da gehen wir jeden Tag dran vorbei. Am Hermanos ist der Burgerladen, habe ich euch schon mal gezeigt. Beste Burger, oder krank, Kevin? Krank, richtig krank, ne? Richtig so American Style. Echt nice. Hier geht's jetzt los zur Registrierung für das Satellite. Man kriegt ja auch jeden Tag so ein Band beim Einchecken. Ist auch jeden Tag eine andere Farbe, damit die Leute wissen, wer schon drin ist, eingeloggt ist im Casino und wer nicht, damit man leichter reinkommt. Gibt es jeden Tag eine andere Farbe. Aus Malta, aus dem Satellite. Und zwar, was voll kurios, als wir uns registriert haben, sind Kevin, David und ich alle drei an einen Tisch gekommen. Und jetzt gerade, also vorhin ist David rausgeflogen, Kevin und ich sind noch drinne. Da ist jetzt auch Pause gerade. Es sind hier, ich sage euch das mal hier. Danach ist die Late Registration auch vorbei. Es sind 146 Spieler in, also noch 67 drinne. Average ist 32.000. Und dann, ja. Ja, die dicken Autos hier am Casino dürfen natürlich nicht fehlen, ne? Ja, wie gesagt, Pause jetzt. Ich krüppel echt rum, ich habe 6.000 und die Blinds sind jetzt bei 1,2. Also ich muss jetzt in den nächsten 5 Händen all in. Am besten noch, bevor der Big Blind mich attackiert. Kevin, wie viel spielst du? 29.000. Das ist ganz stark. Ja, 30 ist Schnitt. Wie gesagt, das ist ja alles Pressen. Man muss all in jetzt Glück haben. Also ich muss auf jeden Fall all in gleich. Wir müssen jetzt gleich all in. Sonst kriegen wir das nicht geschissen hier. Das ist eh voll lächerlich. 6.000 Chips bei 1,2. Ich brauche jetzt eine geile Hand, damit viele Leute callen und ich dann geil gewinnen kann. Einen großen Pot. Also es ist noch nichts vorbei. Immer dran denken. Bei Poker ist alles möglich. In jedem Orbit kann so viel passieren. Deswegen hören wir uns dann gleich. Ich nehme die Hand natürlich auf, wenn ich all in bin. Also, wünsche mir Glück. Hier gibt es auch immer voll billig gemacht eigentlich. Gibt es hier immer so Wasser. Es stehen hier immer Becher. Und dann kann man sich da immer so an so einem Boiler Wasser ziehen. Kannst du mir auch eins ziehen, bitte? Das finde ich schon irgendwie. Da ist es im Kings auf jeden Fall viel geiler. Mit den Getränken und so. Weiter geht's hier mit meinen 6.000 Snacks. Ich bin jetzt raus, ich zeige euch mal die Hand. Und zwar finde ich, als erstes habe ich einen All-In gecallt. König 8, das splitten wir. Das zeige ich euch jetzt hier einmal. Das seht ihr, habe ich schon nochmal Glück gehabt. Und genau die nächste Hand dahinter war ich UTG plus 1, habe 5-6 Suited gehabt, habe die auch gepusht mit 10.000 am Ende und habe einfach gehofft, dass ich irgendwie Live-Cards noch habe oder so. Aber 8er haben gecallt und somit bin ich raus. Aber Kevin ist noch am Start, der sitzt auch genau hier vorne. Da ist der Gute. Und sobald hier irgendwas passiert, nehme ich euch mit. Es sind noch 57 Spieler drin und 17 bekommt das Ticket und der 18. bekommt noch 410 Euro. Er spielt 43.000, 45.000 im Schnitt, also weiter geht's, 48 left. Also die brechen jetzt wieder den Tisch. Es sind noch 40 Spieler in und da, die werden jetzt auf die drei Spieler, auf die drei Tische dort drüben verteilt. Auf geht's, Digi, auf geht's, komm. Auf geht's. Du machst das, weiter so. Hier gibt's auch überall so eine Stände, wo man so Essen kaufen kann für die Pokerspieler oder andere Gambler. Tortilla Wraps, so eine belegten Brötchen oder hier so eine geilen Sachen auf jeden Fall. Auch nicht so teuer. Hier Getränkliste. Und hier die Foodliste. Alles hier in den Hallen und das sind hier noch die Pokale, die noch zu gewinnen sind. Einmal Win the Button, das findet heute Abend statt. PLO. Sunday Deep Stack findet auch heute statt, da vom High Roller, vom Main Event und morgen ist noch Workers Day Classic. Lovely, thank you very much. Das hau ich mir jetzt hier rein und dann geht's weiter. Support an Kevin. Also ich muss schon sagen, hier dieses Teil schmeckt auf jeden Fall richtig geil. So
Schön Roast Beef. Lecker mit Ketchup dazu. Schmeckt ganz geil. Für 4,50 Euro kann man auf jeden Fall nicht meckern. Also ein Pokerspieler, man ist ja, was Verpflegung angeht, richtig gut am Start. Ist nicht zu teuer alles. Noch 31 Spieler drin. Wo ist Kevin? Der sitzt da auch noch. Spielst du? 20? Gut, 20k ist nicht viel, das bedeutet, das wird wohl in den nächsten Händen hier ein Eulen geben. Runner, buddy. Scheiße, Bro. Eieiei. Scheiße. Ihr habt's gesehen. Runner. Schade Schokolade. Der Traum vom High Roller ist damit jetzt für uns alle geplatzt. Kevin kann nichts machen. Gut performt, aber leider haben wir hier nichts gewonnen. Deswegen auch Abmarsch zurück ins Apartment. Durchschnaufen. Es ist jetzt 16:45 Uhr. In etwas weniger als 3 Stunden startet hier das Win the Button. Und da geht es hier rum jetzt gleich. Darum geht es hier gleich. Oder meinst du, die haben noch keine Speisekarte? Bestimmt. Doch, wir sind jetzt hier wieder im Avenue. Das ist der Laden hier direkt am Casino. Waren wir auch schon essen, gestern. Ja, hier machen wir jetzt erstmal schön Mittagspause. So, Essen ist auch am Start. Hier lecker Rice Chicken Curry mit Pommes. Der Kollege hat sich ein geiles Steak gegönnt. Schön Wein dazu, ne? Guten Appetit. Wir zischen jetzt hier einmal wieder hoch in die Wohnung. Panda Gardens Tower Residenz. So sieht's aus. Jetzt ab ins Zimmer, Stunde chillen, Cristiano Ronaldo nett machen und dann laufen wir wieder rüber. Was gibt's heute nochmal? Win the Button. 150 Euro. Let's go! Nach dem Powernap kalt duschen, auf Rolle stehen Kevin und ich jetzt hier wieder an der Registration. Und zwar geht's jetzt weiter mit dem 20 Uhr Win the Button 150 Euro Turnier. Da ist das. 150 Euro Turnier. 20 Minuten Levels mit 20.000 Startchips. Ja, das ist das vorletzte Turnier, was wir hier spielen auf der Series. Kevin, wir müssen jetzt hier zusehen, dass wir den Pokal ins Apartment bringen. Ja, wir machen jetzt die Registration fertig und dann setzen wir uns auch direkt an die Tische, weil das Turnier läuft schon seit exakt 6 Minuten, aber ist ja nicht so schlimm. Sag doch mal hier, welchen Tisch hast du? Yellow 1, Tisch 5, Platz 1. Thank you very much. Ich habe auch die 5. Du bist eine 5, ne? Ja, Yellow 5. Haha, selber Tisch. Selber Tisch wieder hier. Naja, was soll's. Dann ist es halt so. In welchem Raum ist das wieder? In dem kleinen, oder was? Alles klar. Was heißt klein? Hier sind alle Räume groß. Kevin und ich sind zusammen an einem Tisch und man sieht hier 3 leere Tische noch und wir sind jetzt an der 5, das ist der Tisch dort drüben. Wir warten jetzt noch ein paar Minuten, bis sich ein paar Spieler dazugesellen. Und dann kann es auch schon losgehen. Hier ist auch jedes Mal, wenn man sich zum Tisch setzt, muss man natürlich seine Karte abgeben und da muss man hier so einen Zettel ausfüllen. Das ist für die Rechtlichen, dass die das öffentlich stellen können, wenn man was gewonnen hat, die Ergebnisse. Dann muss man hier bei jedem Turnier ausfüllen. So, Win the Button ist für mich schon gelaufen hier nach 3 Levels. Ich weiß auch nicht, das ist voll durcheinander gekommen, das Turnier. Die Leute spielen hier echt verrückt. Also, ja, was soll ich sagen? Ich bin gerade mit oben, unten, Nut, Flush, Nut, Straight Draw bin ich rausgeflogen. Kevin ist jetzt auch gerade all in. Ich fliege gerade so weit raus, 4 oder 5. Schwanz. Habt ihr gesehen? Genauso fliegt man hier raus, gegen 6, 7 und so ein Scheiß. Ach Gott, Digga, ist doch traurig, Alter. Ja, wir sind jetzt raus. Ja, verrückt, was die aber auf Handy gespielt haben. Digga, aber das ist ja voll daneben gegangen. Das war ja der größte Reinfall ever. So, ich mach mal die Kamera aus, weil hier ist Dattelautomaten. Das wollen die nicht so gerne sehen.
Tschüss. Ja, ja, das haben wir uns auch anders vorgestellt hier. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg wieder zurück ins Apartment. Das ist, also das ging ja wirklich echt komplett in die Hose, das Turnier gerade. Ich weiß auch gar nicht, wie das passieren konnte. Gott, oh Gott, die verrückten Engländer. Ich schwör's dir, die zwei, die da saßen, die sind komplett durchgedreht. Jede Hand gespielt, jede Hand geraced. Das eben gerade hatte nichts mit Poker zu tun. Ich will auch nicht rumheulen oder so, aber das ging komplett in die Hose. Ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Limitless. Wir sind jetzt wach alle hier. Die Crew ist am Start. Wir verlassen jetzt unser schönes Zuhause. Seid ihr bereit? Ja, ne? Heute ist Montag, der letzte Pokertag. Heute sind noch zwei Turniere, die wir angehen werden. Aber jetzt müssen wir erstmal was essen gehen. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dahin, liebe Grüße. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Limitless. Es geht weiter. Auf Panda Gardens. Auf Panda Gardens hier. Um 15 Uhr startet das erste Turnier. Das ist ein PKO, ein 50 plus 50 plus 20 No Limit Hold'em Progressive Knockout Turnier. Wir sind gespannt. Ich habe noch nie ein Knockout-Turnier gespielt in live. Kevin sagte, er hat so eins schon mal im Kings gespielt. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Wird halt Karakiri wegen den Bounties und so. Mal gucken. 20k Start, 20 Minuten Levels. Es wird bestimmt richtig Harakiri zugehen, weil die schießen hier rum schon in den frühen Levels, bei diesen 20 Minuten Levels. Gestern hat auch einer bei 100, 200 Blinds, hat er da 1, 2 Preflop geraced und so. Also echt sick. Deswegen heute achtsam sein und durchcrushen. Ich bin jetzt mal ein bisschen von unserem Balkan-Restaurant weggegangen, um euch das mal hier zu zeigen, wie schön das hier aussieht. Echt, Malta ist wirklich wunderschön. Das ist auf jeden Fall super nice hier. Ich glaube, dort drüben geht es Richtung Meer. Das ist hier noch alles St. Julians Bereich. Da drüben das Hochhaus, da befindet sich das Casino. Und dort drüben ungefähr ist unser Apartment. Hier, so heißt der Laden, wo wir gerade sind. Veranda. Gibt auf jeden Fall richtig geile Sachen. Cevapcici, Fleischgerichte, Spieße, Burger, Pasta, alles was man braucht. Thank you. Dankeschön. Das sieht sehr lecker aus. Als Vorspeise hier für die Jungs. So, hier gibt's jetzt. Die Jungs haben hier Hähnchen, da ist zweimal Fisch. Sieht gut aus. Ich bin hier. Auf Cevape. Bon Appetit. Wir sind jetzt alle satt und gesättigt, bereit für den Deep Run. Laufen jetzt noch einmal kurz ins Apartment. Ein paar Sachen holen und dann geht's los. In 20 Minuten beginnt das Turnier. Progressive PKO. Süß. Alle voll fokussiert hier. Ziemlich dicke Autos hier vom Casino. Thank you. Thank you very much. So, auf geht's. Tisch 19, Seat 9. 19, 9. Oh, das findet gar nicht hier statt. Not here? I guess. We have to go up. Wir müssen jetzt ein höher gehen. In den Hauptraum. Dort sitzt der David. Die warten jetzt noch auf Spieler. Da vorne sitzt der Patrick und an dem Tisch da hinten sitzt der gute Kevin. Ich habe da vorne einen Tisch, aber da sind noch zu wenige Spieler. Ich warte jetzt noch, bis der Tisch gefüllt ist. Es ist ein Bounty Hunter Days Progressive Closer, also ein PKO. Bis jetzt schon unglaubliche 202 Spieler. Average Stacks 20k ist ja logisch, 20k ist Start. Nächste Pause in einer Stunde. Ja. Gerade heftige Hand. Ich bin all in mit Achtern gegen Asse und gegen Ass-König. Ich mache hier auf dem River die Straße. Ich spiele jetzt 51k, ist jetzt gerade Pause. Es sind schon leider alle draußen außer mir. Wir spielen jetzt das neunte Level gleich, 1200
2000, ich habe 50k, 20 Minuten Levels, ziemlich turbo. Mal gucken, mal gucken. Über 400 Spieler in. Ich hatte bisher eigentlich nichts Außergewöhnliches, außer dass ich mit 8ern vertrippelt habe, verdreifacht habe. Das habe ich aber, glaube ich, schon erzählt vorhin. Ja, ansonsten, die anderen sind schon alle im Apartment. Ich muss jetzt zusehen, dass ich im Turnier bleibe. Und ja, geht gleich weiter, 10 Minuten noch. Jetzt einmal Hände waschen, Pipi machen und ab an die Tische. Es geht weiter. Tisch 19. Tisch 19, wo ist die 19? 100 Spieler noch drinne. Jojo, was geht? Ich bin gerade rausgeflogen. 120 K-Pot. UTG Race, einer bezahlt, einer pusht. Ich gehe auch all in mit ungefähr, ich weiß nicht, 45.000 mit Asse. Der erste All-Inner hat Ass 2 Suited Peak. Flop geht auf, alles schwarz, alles Peak, Nutflush gefloppt. Das zweite Mal schon in diesem, an dem Trip hier, dass ich All-In war und direkt gegen Nutflush gefloppendes Nutflush rausgeflogen bin. Deswegen, ja, mega sick. Das waren 120 K-Pot ungefähr. Es waren noch, weiß nicht, 95 Spieler left oder so. Oh, das tut immer richtig weh. Das tut immer richtig weh, vor allem wenn man weit fliegen muss, um solche Turniere spielen zu dürfen und dann auf die Fresse kriegt. Naja. Das ist Poker, ne? Damit muss man sich abfinden. Ich laufe jetzt erstmal zurück ins Haus. Das hat mich jetzt echt gefrustet, also wirklich mit Ass. Mit Assen gegen Ass 2 und dann zack, direkt Flush. Zum zweiten Mal in dieser Series. Ich habe sehr gut gespielt die ganzen Turniere über. Hand Mob Championship. Da habe ich ja etwas mehr als Min Cash gemacht. Im APAT waren wir auch deep. Satellite haben wir gespielt, beide fürs Main und fürs 1K. Fürs Main und fürs 1K. Ja, und heute halt, ne? Gestern Win the Button ging ja komplett daneben. Komplett in die Hose. Und heute, das war jetzt quasi das letzte Turnier, beziehungsweise jetzt, genau in einer Minute, startet das allerletzte Turnier, was man hätte spielen können. Das wollte ich eigentlich auch spielen. Ist ein 250 Euro Workers. Ist ja auch egal, ist auf jeden Fall ein 250 Euro Turnier. Aber nach der Hand jetzt habe ich ehrlich gesagt keine Lust, das jetzt noch zu spielen. Auf jeden Fall werde ich das Turnier jetzt sausen lassen. Ich laufe jetzt hoch ins Apartment. Das ist genau da oben. Richtig geil. Und dann ja, mal schauen. Die grinden wahrscheinlich oben auf GG. Malta. Ich mache hier echt verrückte Sachen, ey. Guck mal, wo ich stehe. Das war's dann auf jeden Fall erstmal vom Malta Poker Festival 2022. Es war auf jeden Fall mega geil, also das Casino ist schon gut, die Organisation war ab und zu mal komisch, daran hat ein bisschen gehadert, da müssen die noch ein bisschen mehr arbeiten, aber ansonsten war alles cool. Ja, so sieht's aus. Schade Schokolade, das hätte echt nice werden können mit dem Turnier gerade, aber ja, was willst du denn auch machen? Da sind die Hände gebunden, da hast du die beste Hand im Poker und trotzdem wird man nicht belohnt, aber so ist das nun mal. Deswegen verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ich gehe jetzt hoch zu den Jungs und dann mal schauen, was wir noch machen. Falls jetzt noch was hier kommt in dem Vlog, dann wünsche ich euch schon mal weiterhin viel Spaß. Falls da nichts mehr kommt, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Willkommen, die alle dran geblieben sind. Es geht jetzt hier oben nämlich weiter. Weiter geht's. Poker live aus Malta. Und zwar haben wir hier GG Poker geöffnet und da klicken wir gleich ein geiles Turnier und zwar ein 150 Euro Main Event. Online Poker geht gleich weiter hier, wir laufen jetzt nochmal zu Hermanos, den kennt ihr ja, den Laden, Burgerladen hier auf Malta, richtig geil. Ist jetzt das vierte Mal, dass ich da jetzt essen gehe, auf jeden Fall ja, da laufen wir jetzt hin. Die Crew ist schon am Start, da sind sie, die Boys, sag mal immer Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Es geht weiter hier bei Limitless. Es ist gestern was Verrücktes passiert. Und zwar haben wir das 150 Dollar Monday Monster Stack
auf GG gespielt gestern Abend. 2170 Spieler. Und wir werden 11. Platz. Und wir werden 11. Platz. Für 2K. Erster Platz 37K. Wir sind mit Ass Dame gegen Bube 10 rausgeflogen. Gegen Bube 10 Preflop. Für 20 Big Blinds. Das ist Verschnitt gewesen bei 10 Leuten. Wir saßen hier echt bis 5 Uhr morgens draußen auf der Terrasse, auf diesem Stuhl hier. Auf diesen Stühlen hier. Mit dieser Aussicht nachts. Ich zeige euch das mal. Dass ihr denkt, ich laber hier nur irgendein Zeugs. So sieht's aus. 150 Euro Monday Monsterstag, 11. von 274. So. Ass Dame gegen Bube 10. Das war eine 3000 Euro Hand. Ja, also wenn die Hand hält, sind 4/5 in Chips oder 4. sogar, 10 Leute nur noch left. Da waren Shorties mit 7 bis 10 BB. Das war ICM gerechnet. Auf jeden Fall 3000 Euro wert die Hand. Aber egal, es ist wie es ist. Das ist Poker. Das war auch das letzte Turnier, was wir jetzt hier gespielt haben. In Malta, auf dieser Terrasse, mit dieser Aussicht, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Ich meine, wir haben gesagt, komm, spielen wir 150 Euro Turnier, damit das kribbelt. Und dann kommen wir so deep, wenn 11. Platz, stellt euch das mal vor, 11. Platz, wenn die Hand hält. Ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Es ist ein langes Video geworden, voller Poker-Action. Ich hoffe, ihr konntet euch einen Einblick darin verschaffen, wie es hier ist in Malta, bei der Malta Poker Festival, mal mitzuspielen, zu grinden, wie das Casino ist, ob sich lohnt. Aber ich sage jetzt auf jeden Fall, es war trotzdem super. Wir hatten viel Spaß, haben ja noch ein paar Tage. Das ist das Wichtigste, dass wir Spaß hatten. Danke nochmal an die Jungs. War richtig geil mit euch. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal für weitere tolle Reisen. Und bleibt dabei. Liebe Grüße hier aus Malta. Bis zum nächsten Video. Adios.